Hallo und herzlich willkommen bei Fertigungstechnik Bönke TV. Heute ein weiteres Video zu unserer Videoreihe der Industrie 4.0 mit dem Thema Produktion. Das heißt, heute schlagen wir die Brücke zwischen der Maschinenfertigung. Wir gehen nochmal auf die Maschinen ein in Kombination mit dem Fertigungskonzept und letztendlich der Just-in-Time-Produktion. Also, Punkt Nummer 1 ist, wir müssen die Vorteile der Maschine voll ausnutzen. Die Vorteile, wenn Sie sich nicht an das Video erinnern können, was ich dazu gemacht habe, heißt, sie sind ab Losgröße 1 sinnvoll. Das heißt, besonders für die flexible Fertigung geeignet. Und wenn aber viele noch Verfechter der Massenherstellung sind, weil sie ja die Stückkosten die Mengen erhöhen wollen, um die Stückkosten zu senken, dann entfalten sich diese Maschinen einfach nicht voll. Das ist eine Möglichkeit der Verschwendung. Eine weitere ist natürlich auch, dass Lagerkosten entstehen. Und die Vernetzung, wenn Sie schon vernetzt arbeiten aufgrund der Digitalisierung und die Maschinen ja selber untereinander kommunizieren können und Teile flexibel auch auslesen können und dies dann nicht angewandt wird, dann haben Sie hier natürlich auch wieder ein Maß der Verschwendung. Deswegen ändern Sie Ihr Produktionskonzept, was bedeutet Nachfragerecht zu produzieren, was wiederum bedeutet verkaufte Menge ist gleich hergestellte Menge, und dann verändern Sie noch so die Lieferzeiten, dass Sie sich erst etwas liefern lassen, wann es auch wirklich in der Produktion benötigt wird. So, jetzt noch meine Learnings einmal kurz und knapp für Sie. Also einmal flexible Fertigung von CNC-Maschinen, 3D-Druckern ist möglich. Dadurch sind sie ab Losgröße 1 sinnvoll. Was bedeutet, konzentrieren Sie sich auf eine schnelle Umrüstung und kurze Rüstzeiten. Und dann schaffen Sie eine Kombination aus der bedarfsgerechten Fertigung. Nochmal, verkaufte Menge ist gleich hergestellte Menge. Und dann verbinden Sie die CNC-Maschinen über Netzwerke mit der Just-in-Time-Lieferung. Und dann können Sie auch wirklich das Optimalste aus Ihrer Produktion herausziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch bitte ein Gefällt mir oder einen Kommentar. Oder abonnieren Sie auch den Kanal, damit Sie auch wirklich keine weiteren Videos mehr verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.